lese ja wirklich meine Geschichte. Aus meinem Zyklus Beharrlichkeit führt zum Erfolg lese ich heute für euch den Text. Eine Liebesgeschichte. Liebe Veronika. Nein, meine über alles geliebte Veronika. Zuerst einmal vielen Dank für dieses Gespräch. Dass du mir die Chance gibst, die vielen Missverständnisse aufzuklären und deine Ängste vor einer festen Beziehung mit mir zu zerstreuen, ist für uns beide ein echter Segen. Vor allem, dass du deinen Urlaub 2 Tage früher als geplant abgebrochen hast, ohne jemandem Bescheid zu geben, macht mich unglaublich glücklich. Jetzt müssen wir keine lästigen Besuche von Familienangehörigen oder Freunden befürchten und können uns ganz auf uns konzentrieren. Die Klingel ist abgestellt, unsere Handys sind aus und der Computer ist nicht mehr online. Diese kostbare Zeit ist nur für uns allein. Ich kenne dich schon ziemlich genau, weiß, wie du tickst und was du brauchst. Nein, nein, ich kenne dich nicht nur aus deinen Filmen. Ist übrigens nicht Veronika Ferres, ne? So naiv bin ich nicht. Ich weiß natürlich, dass du im Fernsehen nur eine Rolle spielst. Ich bin ja nicht geistig behindert. Aber in jeder Rolle steckt doch ein großer Teil deiner Persönlichkeit. Du spielst ja nicht umsonst immer den gleichen Typ im Fernsehen. Ja klar, das ist eine Serie, du bist immer die Kommissarin, das weiß ich auch. Aber mal ehrlich, ganz unter uns, so gut vorstellen kann sich doch kein Mensch und auch kein Schauspieler. Das bist im Großen und Ganzen wirklich du. Es hat am Anfang unserer Beziehung naturgemäß öfter mal gehakt und gar nicht so wenig Missverständnisse gegeben. Aber das ist ja ganz normal. Dass ich zum Beispiel immer deinen Müll mitgenommen habe, fandest du bestimmt sehr befremdlich oder sogar beängstigend. Aber du glaubst ja gar nicht, wie viel ich dadurch über dich erfahren habe. Ich kenne jetzt deine Lieblingspizza. Und weiß, welches Mineralwasser du gerne trinkst. Frag mich nach deinen bevorzugten Käse- und Wurstsorten. Ich kann sie in alphabetischer Reihenfolge oder nach ihrem Fettgehalt rauf und runter beten. Sogar welche Filme du dir dieses Jahr im Fernsehen und im Kino angeschaut hast, habe ich anhand der Eintrittskarten genau im Kopf. Es war keine Überraschung für mich, dass wir haargenau die gleichen Dinge mögen. Wir passen eben ausgesprochen gut zusammen. Bei uns stimmt einfach die Chemie. Die wenigen noch fehlenden Informationen über dein Gefühlsleben und deine Träume habe ich aus einem Tagebuch bekommen. Natürlich weiß ich, dass man das normalerweise nicht liest. Aber deine Geheimnisse sind bei mir ja bestens aufgehoben. Und der Vorteil für dich ist doch offensichtlich. Offensichtlich. Ich weiß nun ganz genau, worüber du traurig bist, was dich nervt, zum Lachen bringt oder erregt. Und vor allen Dingen, was und wen du liebst. Ich kenne jetzt alle deine sexuellen Fantasien und kann dich nun ganz gezielt glücklich machen. Die Schilderung deines Traummannes war für mich ganz besonders spannend. Das war ja wie eine detaillierte Beschreibung von mir. Ich finde, es könnte glatt mein Zwillingsbruder sein. Spätestens jetzt ist es dir auch klar, nicht wahr? Ich bin dein Mr. Right. Wie ich in deine Wohnung gekommen bin, willst du doch sicher wissen. Das war so erschreckend einfach. Denk mal an den 2. Juli zurück. Du bist die Treppe hochgerannt, weil du dringend auf die Toilette musstest und hast in der Eile den Schlüssel in der Türe stecken lassen. Das war so unglaublich dumm und naiv von dir. Mach das ja nicht noch einmal. Weißt du denn nicht, wie viele kranke Typen da draußen herumlaufen, die nur auf eine solche Gelegenheit warten? Sowas ist total gefährlich. Zum Glück habe ich dich wie immer im Treppenhaus beobachtet, den Schlüsselbund abgezogen und nur zu deiner eigenen Sicherheit schnell ein paar Zweitschritte für mich anfertigen lassen. Nur für den Fall, dass du deinen mal vergisst oder nach einem schweren Sturz hilflos in der Wohnung liegst und nicht telefonieren kannst. Nach 15 Minuten war ich schon zurück und habe wieder in die Tür gesteckt. Du hast ja auch schon davon profitiert, als du im Urlaub gewesen bist. Wer glaubst du hat in dieser Zeit auf deine Wohnung aufgepasst? Die Pflanzen gegossen, gelüftet und Staub gesaugt. Natürlich, das war ich. Sonst hätten wir uns heute ja auch gar nicht getroffen. Ich dachte ja auch, du kämst erst übermorgen. Also, da bin ich. Wir sind füreinander bestimmt. Das wird dir nun sicher auch klar. Daran kann auch deine, wie ich finde, total übereilte einstweilige Verfügung nichts ändern. Nein, nein, keine Angst, ich bin nicht sauer auf dich. Natürlich könnte man mich oberflächlich betrachtet für einen dieser gefährlichen Stalker halten. Gäbe es da nicht diesen einen. Aber ganz entscheidenden Unterschied zwischen mir und diesen durchgeknallten Psychos. Ich liebe dich wirklich. Ja.
Apropos Stalker. Ich habe in der Zwischenzeit das Problem mit deinem lästigen Ex für dich geregelt. Jetzt ist für mindestens 6 Monate Schluss mit den dauernden nächtlichen Anrufen und nervigen Überraschungsbesuchen. Du glaubst ja gar nicht, was ein Stoppschild, ein LKW und ein paar durchgeschnittene Bremsschläuche für eine Überzeugungsarbeit leisten können. Der blöde Spacko wird dich garantiert nicht mehr belästigen. Außerdem hast du ja ab heute auch mich. Auch mich. Ich passe schon auf, dass man dich in deiner knappen Freizeit in Ruhe lässt. Ich werde dich auf gar keinen Fall verletzen oder anlügen. Aber vor allen Dingen werde ich dich niemals, wirklich niemals wieder verlassen. Also, mein Schatz, nachdem du jetzt meine Version der Geschichte gehört hast, kannst du dir sicher genau vorstellen, wie sehr ich dich liebe. Lass dir jetzt alles noch einmal ganz in Ruhe durch den Kopf gehen. Wir haben ja genug Zeit. Wenn du dann merkst, dass du genauso empfindest wie ich, und dir ein Leben ohne mich auch nicht mehr vorstellen kannst, blinzel einfach 2-mal, dann schneide ich dich los.